Hallo Leute, und da bin ich wieder vom letzten Kreisserver, wie ihr seht. Und Sanjuro und Mistral sind drin mit der Partie. Und jetzt gehen wir in das vom Mistral vorgeschlagene Gebiet, das geschützt ist. Und wir hacken uns natürlich hinein. Und dazu brauchen wir einen und zwei A-Kerne. Denn einen A-Kern habe ich, wie gesagt, offscreen gesammelt. Und wir hacken uns wieder cool ins Tor. Ich finde die Animation einfach geil. Boah, ich finde, das sieht einfach geil aus. Ja, die ganzen Dinge aus dem Abwand rauskommen. Ich mag die Data Drain Animation nicht, aber die Hack Animation ist cool. Und das ist geile Matrix. Okay, wir sind da. Ja. Und was soll das sein, Mistral? Sie quatscht mich nämlich nicht voll. Ah, da haben wir mal ein Monster, dann können wir das gleich mal überprüfen, wie das bei. Mistral? Skins? Mistral? Erste Hilfe? Das sind Finsternis gegen, also benutze ich Rival! Wenn wir schon dabei sind, machen wir gegen Data Drain. Vielleicht bekommen wir noch mehr Virus. Ja, Virus kein A, sehr schön. Genau das Richtige. Und den auf den Kult zu sein. Also den versuchen wir es auch nochmal. Ah, Sancho hat eine schöne komische Stimme. Bei dem probiere ich auch gleich nochmal einen Data Drain. Vielleicht bringt mir die auch einen Viruskern. Ich habe jetzt Erdstock, naja. Viruskern wenn wir lieber. Wo ist bei denen nochmal? Weißt du, da gehen die ganzen Erfahrungspunkte drauf, aber das ist mir egal. Ich will diese scheiß Viruskerne, die ich brauche. Die sind mir wichtiger und scheiße. Ich sollte nicht so oft Data Drain benutzen. Sollte sie jetzt nach denen jetzt. Ja, ich habe Viruskern A. Dadurch habe ich jetzt wieder zwei. Dadurch benutze ich bin jetzt eine Weile die Data Drain versuchen nicht zu benutzen. Nur wenn es zwingend notwendig ist. Und warum läuft die Dinge weg? Bleib so! Gut, dass Sanjuro zu schnell ist. Und da geht's gleich weiter, da sind die nächsten Gegner. Oder es ist nur eine Schatzkiste. Steinregen. Und noch ein Tor, ein Monster-Tor. Mit einer fetten Motte. Und auf die benutze ich gleich mal eine meiner Lieblingstechniken. Meinen Flammentanz! Tschutschutsch. Und Tiger Claws! Da. Verdammt. War nicht gerade gut. Aber egal. Stirb, Phantomflügel! Hallo, Mistral! Erste Hilfe. War klar, dass ich sterbe! Wähle mich wieder, du Schlampe! Dankeschön! Okay, dann mal ab da in den Dungeon. Da kommt sicher wieder der Typ, der mich auffällt. Der hält mich auf, indem er mir sagt, danke, dass du The World spielst. Oder besser gesagt, willkommen in der World. Oder doch nicht? Kein fetter Typ? Komisch. Ja, Mädchen, dir gefällt das. Los! Stürmen!
Was haben wir denn hier? So einen komischen Typen. Trouble. So ein Trouble da. Und Mistral. Erste Hilfe unbedingt. Bevor ich sterbe, bitte, Mistral. Okay, der Moa ist tot. Dann machen wir den Typen auch tot. Und irgendwer ist ein Level gestiegen. Keine Ahnung mehr. Ich glaub Sanjuro, weil der hat wieder alles voll. Moment mal! Ich benutze meinen Wildworm! Das ist nämlich ein Elementtreffer und der wirkt sich auf den lauten Wisp. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Arken ich brauche. Für den Original-Story. Für den Story-Hack. Man stirbt doch endlich! Man. Es reicht! Das war's mit ihm. Da haben wir noch eine Kiste. Ich habe jetzt der Gehängte und der hat auch eine Kiste verloren. Mit dem Glücksrad machen wir die auf. Und wir finden die Flammenrüstung. Die kann ich aber sicher wieder nicht tragen. Na natürlich. Trimplet, Long Arm und Wave Master kannst du nicht tragen. Mal schauen, vielleicht gebe ich dir Black Rose. Nein, du bekommst sie nicht. Weil es ist kein Katana. Was ist der Typ überhaupt? Der Typ ist ein Heavy Blade, gleich wie. Welcher Black Rose? Wo hat der. Das ist Schutz, nein, Silverhand, der hat. Wo hat der Rappt? Der hat eine Berggarde, habe ich was Besseres? Was Larrapt kann? Nein, es kann auch nur Rap. Habe ich irgendwas, was Larrapt kann? Das vielleicht? Nein. 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 Oh, der scheint ganz gut zu sein. Was? Mal schauen, was für ein Level Mistrals Waffe jetzt überhaupt hat. Mistrals Waffe, der Flammenstab und der hat Level 1. What the hell? Wir kommen gleich. Schauen wir mal, hat irgendwas? Hm, gib mir die Plattenrüstung. Du bekommst dafür den Teufelstab. Und ich habe mich entschieden, da lang zu gehen. Oder? Warte, 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 warte. Ich mache es anders. Ich mache das. Und gehen wir trotzdem da rein. Und hier scheint eine Kiste zu sein. Der Teufel! Oh nein, den will ich nicht mitnehmen. Der ist nicht so gut. Du hast jetzt Erdenzorn. Den kann ich mitnehmen. Und was haben wir hier noch? Der Tod. Und weiter. Die Kisten mag ich jetzt nicht mehr alle kaputt. Habe jetzt keinen Bock drauf. Lauf, Schnellerkeit. Wo ist der Feind? Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Diese Ebene ist halt keiner mehr, du Trottel, du. Okay, weiter, weiter, weiter. Die mache ich tot. Das ist nichts, 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 nichts. Und hier ist ein Monster. So, Schwaggeln. Du Scheiße, der hat mich voll erwischt. Mistral! Erste Hilfe. Und Sanjuro Skill Hayabusa auf den Punkt. Naja, Versuch versiert. Und ich benutze Ganzort.
Oh, der war sich das natürlich nicht schön. War zwar kein Elementangriff, hat aber ungefähr 3, hat so mehr als 300 genommen. So, Kampf und raus. Die Kiste hier nehme ich mit. Ich habe jetzt Steinregen und weiter. Ja, ja, du dummes Ei. Und schon wieder so eine Motte. Der haut gleich nochmal einen ganz hart drauf. Ruts, Kritsch. Was ist das Treffer? Verdammte Scheiße. Stirb, Phantomvögel! Was einmal noch und ja. Okay, Mistral ist anscheinend ein Lübchen oder was Sancho? Egal. Unwichtig. Ich habe jetzt Steinregen. Stirb, Leiche! Schauen wir, wie viel Zeit ist wichtig. Noch 3 Minuten. Sehr schön. Eine Höhenerkundung ist lustig. Eine Höhenerkundung ist schön. Ich weiß schon auf. Ja, und ach du Scheiße. Okay, Leute. Mistral. Erste Hilfe nochmal. Bevor wir da reingehen. Gehen wir da noch rein? Ja, gehen wir rein. Los, stürmt! Vorwärts! Und Mistral, du musst unbedingt erste Hilfe machen. Ein Scheißbaum da. Ich will den Scheißbaum noch töten. Nein, Baum, du drehst dich nicht zu mir um. Los! Stirb, Baum! Weil Baum! Ja, das gibt den Begriff, das gibt der Aussage Weil Baum einen neuen Begriff. Nein, ich will nicht. Ich will nicht vor dem Baum stehen. Ich will hinter dem Baum stehen. Ja, der Baum ist ziemlich gut. Weil er Baum ist. Der war schlecht. Sorry. Und Schutz gebrochen und ich benutze gleich mal meinen Data Train. Mal schauen, was er mir Hübsches überlässt. Okay, ein Virus kennt gut, den kann ich sich gut gebrauchen. Und ich würde sagen, der Baum lebt nicht mehr lange. Ich versuche ihn anzuheizen. Gut, gut. Ich benutze nicht nochmal den Data Train, weil der Data Train war schon also Kontrolle und der Baum ist tot. Wuhu, der Baum ist tot und er gibt 8 XP. That's a nice bracelet. Where did you get that? Kite bist mal alles erzählt, was geschehen ist. Wow, I didn't know they had an event like that. No, it wasn't an event. Vielleicht kann ich verfluchter Zeifelt Paradies mit diesem Virus kein helfen. Ah, wir mussten sogar, das gehörte auch zur Story anscheinend. Wir mussten sogar hierher, um den einen Viruskern, den wir beim anderen Tor brauchen. Aber egal, das geht beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Viruskerne für das andere Tor. Ja, ich habe eine Mail. Ja, das beim nächsten Mal. Ich speichere und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit Tag. Freut euch drauf. Ich habe jetzt auch was geschafft, ohne wirklich Viruskerne zu sammeln. Aber wir sind das Anband ist das Kontrolle und ja, das wäre scheiße, wenn ich jetzt Viruskerne sammeln müsste. Ich hoffe, ich habe genug. Wenn nicht, muss ich wieder sammeln. Aber beim nächsten Mal geht's weiter. Freut euch schon mal drauf. Wie gesagt, werde versuchen jetzt öfters wieder Tag aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.